An einem Bahnübergang in Erbach im Odenwaldkreis sind am späten Sonntagabend eine Lokomotive und ein Auto zusammengestoßen. Die Lok einer Gleisbaufirma krachte auf der Beifahrerseite in den Wagen. Der Autofahrer wurde dabei leicht verletzt. Wie es zu dem Unfall kam, muss noch untersucht werden. Der Bahnverkehr an der Strecke musste während der Bergungsarbeiten eingestellt werden. Slows down. Oh, that's gotta hurt. So this truck got stuck on the railroad. Now the railroad things are coming. Here he comes. Holy f- Oh, shit.